Es ist die vermutlich letzte Chance für eine Einigung auf ein Handelsabkommen nach dem endgültigen Brexit. Nach 8 Monaten ergebnisloser Verhandlungen sind die Delegationen beider Seiten am Sonntag in Brüssel zu intensiven Verhandlungen zusammengekommen. Dann wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson Bilanz ziehen. Es sei unmöglich, das Ergebnis vorherzusagen. Einem Insider zufolge sollte es am Sonntagabend wohl definitiv keine Einigung geben. Bei allen 3 großen Problemfeldern stehe eine Lösung weiter aus, sagt ein EU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden will. Dabei handelt es sich um Fischereirechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und die Regulierung der künftigen Beziehungen. Großbritannien ist zum 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende bleibt es aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Übergangsphase wollen beide Seiten eigentlich nutzen, um ein Handelsabkommen für die Zukunft auszuhandeln. Die Gespräche kommen aber seit Monaten kaum vorwärts. Inzwischen ist die Zeit für eine rechtzeitige Ratifizierung eines möglichen Abkommens bis zum 1. Januar schon äußerst knapp. In einem Telefonat am Samstag begrüßten von der Leyen und Johnson laut einer gemeinsamen Erklärung Fortschritte in vielen Bereichen. Allerdings gibt es nach wie vor erhebliche Differenzen in 3 entscheidenden Fragen. Dabei gehe es um gleiche Wettbewerbsbedingungen, die Kontrolle eines künftigen Abkommens und die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern. Von der Leyen und Johnson betonen, dass keine Einigung möglich ist, wenn diese Frage nicht gelöst werden kann. Natürlich werden einige Mitgliedstaaten jetzt langsam auch unruhig. Es bleibt nicht mehr sehr viel Zeit. Und diese Verhandlungen sind auch hart. In ihnen spielt das Thema Governance, Level Playing Field eine große Rolle. Vielleicht für viele am greifbarsten sind das aber auch ganz konkrete Fragen aus britischer Sicht, Zugang zum europäischen Energiemarkt, aus unserer Sicht Zugang zu den britischen Fischereigründen. Das sind so die Dinge, die im Vordergrund sehr oft diskutiert werden. Und ich wünsche Michel Barnier und gegebenenfalls auch Ursula von der Leyen viel Kraft und viel Geschick für die letzten Verhandlungsschritte. Wir brauchen aber auch kein Abkommen um jeden Preis. Das haben wir deutlich gemacht. Wir wollen eins, aber wir werden sonst auch Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind. Auf jeden Fall liegt ein Abkommen im Interesse aller. Im EU-Parlament wächst die Sorge, dass die rechtzeitige Ratifizierung eines Handelsabkommens nicht mehr möglich sein könnte. Die Einigkeit, mit der die EU-Mitgliedstaaten sich im Verlauf der Brexit-Verhandlungen hinter ihren Chefunterhändler Barnier gestellt haben, hat viele Beobachter überrascht. Zuletzt zeigen sich auf Seiten der EU allerdings Risse, vor allem bei der strittigen Frage der Fangquoten in der Fischerei. Diese sind vor allem Küstenstaaten wie Frankreich, Spanien oder Dänemark wichtig.